So, da sind wir wieder in Luskan. Und da vorne steht auch der Charme dieser Kräuterhändler, der vermeintlich etwas mit dem Tod des Händlers zu tun hat, dessen Tochter uns beauftragt hat, diesen Mord zu klären. Dann hauen wir ihn mal an, fragen mal nach, ob das stimmt, was die Bibliothekarin da gesagt hat. Willkommen zurück. Seid ihr an ein paar Heilmitteln interessiert? Habt ihr jemals mit einem Händler namens Bertrand zu tun gehabt? Ja, und dieser Mord, will ich eine Tragödie. Er war nicht mein wichtigster Lieferant, aber er wusste, wo man das wirklich gute Zeug herbekommt. Ein Kiffkumpane, wa? Hoffentlich finden Sie Edwin bald, aber ich bin mir sicher, dass er geflohen ist. Ihr vermutet, er ist darin verwickelt und kein Opfer? Selbstverständlich. Eine Lieferung Juwelen ist verschwunden und er ist nirgendwo zu finden. Welche Erklärung sollte es sonst dafür geben? Vielleicht wurde er entführt? Wenn er entführt wurde, hätten Sie bereits von einem Lösegeld gehört. Welchen Wert soll es überhaupt haben, einen einfachen Bürger zu entführen? Ich glaube, jemand wird ihm die Schuld anhängen. Wer und warum? Wenn es ein Raubüberfall war, sind Sie mit den Waren bereits auf und davon. Wie habt ihr herausgefunden, was gestohlen wurde? Oh, muss ich irgendwo gehört haben. Ihr habt in der Bibliothek früher ebenfalls Recherchen über Juwelen angestellt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe euch dort gesehen. Ich nehme an, ihr habt es nicht bemerkt. Ihr interessiert euch also für Dämonen? Seufzt. Gut, ihr habt recht. Und jetzt müsst ihr sterben. Für einen Kräuterkundler macht er jetzt ganz schön viel Stress. Tja, Kultisten. Auf einmal sind die da, haben die sich dahin gebeamt. Tschum. Jetzt stehe ich aber denkbar scheiße hier, ne? Hol ich mir erstmal eine Spinnerich zur Hilfe. Und dann weiß ich auch nicht. Mal nach, was passiert. Ja, du hast Schlaf schon gewirkt. Dann nur auf den. Das ist doch nicht gut. Das ist nicht gut. Achso, auf den auch. Okay, dann kümmern wir uns erstmal hier um diesen Kultisten. Der greift nämlich die Heilerin an. Und das ist immer denkbar scheiße. Impressive! Gut, also ohne diesen Schlafzauber hier wäre ich manchmal echt geliefert. Ne? Muss ich mir mal sagen. Platsch, da ist er geplatzt und jetzt sinkt der Leichnam wieder durch den Beton durch. Jetzt habe ich dem seinen Tod verpasst. Was hat er hier? Sherm, ihr müsst bitte oben bleiben, damit niemand unsere Pläne durchkreuzt. Setzt euer Wissen ein und versiegelt den Eingang für einen 10-Tag für den Meister. Masselin. Oben bleiben? Geht's hier noch irgendwo runter? Pflanzen in kräftigen Farben wachsen hier. Ja, da unten geht's noch runter, ne? Gucken wir nochmal. Eine hölzerne Luke scheint in einen Keller zu führen. Dicke grüne Ranken wachsen um die Griffe der Luke. Die Luke öffnen. Die Ranken hindern euch daran, die Luke zu öffnen. Auf die Ranken einhacken. Ihr hackt an den Ranken herum, daraus nützt nichts. Sie sind so zäh, wie sie dick sind. Stärke, weiter darauf einhacken, ausgerechnet. Der Magier. Fehlschlag, die Ranken bleiben unversehrt, die Ranken in Ruhe lassen. Vielleicht probiert das mal eher Jahild. Auf die Ranken einhacken. Auf Stärke. Zack! Ne, doch nicht. Da ist nur die Spinne verschwunden. Der Wolf, der Beschworene. Die Ranken bleiben unversehrt. Nochmal.
Nee, krieg ich nicht. Warum kann ich denn diese Pflanzen hier anklicken und warum steht da Pflanzen in kräftigen Farben wachsen hier? Muss ich das verstehen? Wie komme ich da runter? Eine Idee. Hätte da drauf feuern. Nee. Aber darauf vielleicht. Nee. Hä? Also irgendwie muss man hier doch durchkommen. Mal draußen gucken. Ich kann ja erstmal zu der Dame hier rüber gehen. Vielleicht hat die eine Idee. Weil den Mörder habe ich ja jetzt quasi. Das war hier, ne? Der Wohnsitz hier, oder? Ja. Inder, die Inderin. Ihr seid zurück. Kann ich euch behilflich sein? Ich habe alles unter Kontrolle. Nein, ich habe den Mörder erschlagen. Also muss ich dann doch irgendwie durch hier im Boden. Und er sieht den Wald vor lauter Bäume nicht. Er sieht die Luke vor lauter Ranke nicht. Ja, klappt nicht, ne? Das macht das ja nochmal hier Kraftpaket. Fehlschlag. Tja. Dann weiß ich auch nicht. Ja auch nichts, ne? Kann man hier nach oben gehen oder so? Hier ist überhaupt gar nichts. Außer diese Pflanze da. Was soll die? Pflanzen in kräftigen Farben wachsen hier. Ja, nu. Vielleicht kann die mir helfen. Sieh an, wenn das nicht meine Lieblingsabenteurer sind. Ich habe genau die richtige Aufgabe für euch. Ja, schön. Worum geht es denn? Ich habe von einem sehr mächtigen Artefakt gehört, das sich momentan in den falschen Händen befindet. Ich habe einen Kunden, der diesen Gegenstand unbedingt wieder in sicheren Händen wissen will. Und was ist das für ein Gegenstand? Der Pirat Einbein Larry hat erst kürzlich bei einem Raubzug in Übersee ein neues Holzbein gefunden. Aber dieses Bein ist eigentlich gar kein Bein, sondern in den richtigen Händen eine gefährliche Waffe. Ich würde gerne sicherstellen, dass diese Waffe nicht dem Falschen in die Hände gefällt. Gut, ich werde es holen. Ausgezeichnet. Ihr solltet Larry irgendwo in der Nähe des Entermessers finden. Er ist immer auf der Suche nach Geld, um sich etwas zu trinken kaufen zu können. Oh, und sagt ihm nichts davon. Wir wollen nicht, dass er merkt, wie mächtig er ist. Nehmt es ihm einfach ab, egal was ihr dafür tun müsst. Na klar. Nun, aber jetzt sind wir hier noch nicht weiter. Oder vielleicht anders in den Keller. Ist da hintenrum noch irgendwie was? Nee. Vielleicht komme ich ja später auf die Lösung. Momentan habe ich so gar keine Idee. Geh ich mal hier lang. Hier war ich noch nicht. Da ist noch ein Wohnsitz, Rainer. Fenmare. Greetings, friends. Seid gerüßt. Was für ein herrlicher Tag, meint ihr nicht?
Seid gegrüßt, Anhänger von Korolon Laritian. Ich hoffe, die Götter sind euch heute gefreut. Oh, das sind sie, Anhängerin von Seldarine. Obwohl meine Reisen unterbrochen wurden, bin ich frohen Mutes. Erzählt uns von euren Reisen. Oh, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Meine Begleiter und ich machten uns von Athkatla aus auf dem Weg zu Baldur's Tor. Ich dachte, die Reise würde problemlos verlaufen, aber ihr wisst ja, wie Abenteuer sind. Mit der Zeit wanderten wir die Schwertküste hinauf nach Tiefwasser, durch Niewinter und nun hierher. Unser Ziel liegt im Eiswindtal, aber ich konnte nicht mehr weiter. Darum warte ich hier, bis meine Gruppe zurückkehrt. Wir werden jetzt gehen. Mögen die Gitter euch den Weg weisen. Die ollen Gitter. Ein paar Sachen in der Truhe, die nehmen wir dankend an, und ich kann schon wieder nicht hier hochgehen. Bei Definitiv ging das immer. Da haben wir noch einen Wohnsitz. Da gehen wir auch rein. Hier ist eine Truhe. Und das Schlösserknacken ist nicht gelungen. Nochmal. Mir ist eine Falltür am Boden, da würde ich gerne rein. Schloss geknackt! Ihr sauber! Ein Draufgängerring. Psycho! 5% Knüppel durchdringen, Schlitzen, Schadenresistenz. Ja, dann kannst du eigentlich direkt mal anziehen, Junge. Noch ein Tor. Nee. Nicht Welt bereisen. Wir bleiben schön hier. Was hat denn die Wache zu sagen hier? Haltet euch vom Friedhof fern, wenn euch euer Leben etwas wert ist. Oh, der gute alte Friedhof. Dann gehen wir gleich mal zum Friedhof hin. Hier ist noch ein Wohnsitz. Hier wohnt aber nie irgendwie einer, ne? Ich habe etwas gefunden. Die Stoffkutte. Und nix. Hier haben wir einen Händler für Prestigeartikel. Zeigt mir eure Waren. Ah, hier so. Du hast den geilen Scheiß. Schon gefragt, wann der endlich kommt. Kutte der Beruhigung. 10% Psycho-Schadenresistenz. Beruhigungsrobe. 25? Kälte-Schadenresistenz. Säure-Schadenresistenz. Ich will keine, na wenig. Nee. Ach komm. Nee, sorry. Auch du kannst mich nicht wirklich mit dem Angebot überzeugen. Hier haben wir noch einen Wohnsitz. Alles klar. Rauben wir aus. Dafür sind wir ja hier. Handschuhe der Asche. Nehmen wir mit. Hier, das ist verschlossen übrigens. Kannst du mal aufhören? Das ist mein Gewischt. Nee. Dann nicht. Das ist eine Apotheke. Was haben wir denn hier? Ein Haikiefer. Ein Kuriositätenladen. Hier kann man auf die Treppe hochgehen. Na Gott sei Dank. Was braucht ihr? Zeigt mir euren Vorrat. Schattenelixier, was macht das? Wird in der Arcana-Gilde benutzt, nur in der Gildenhalle effektiv. Aha. Tiefer ist das Feuerbier. Ein Bier. Nö, gerade nicht. Ein Zombie? Jetzt wird's interessant. Sprechen wir das Zombie mal an.
nicht viel zu sagen. Der Schrank ist leer, aber hier sind noch Tagebücher. Gucken wir mal rein. Ein offenes Tagebuch mit Einträgen, die ein paar Monate zurückliegen. Genauer ansehen, den ersten Eintrag lesen. Tag 13. Jocelyn wird immer brutaler. Er mag diese Lektion nicht mehr. Ich habe ihn gefesselt, während er ohnmächtig war. Es ist nicht nur zu meiner, sondern auch zu seiner Sicherheit. Ich habe kein Mitleid mit ihm. Jocelyn wusste, worauf er sich einlassen würde. Die Lieferung, die wir am letzten 10 Tag erhielten, zeigte uns das deutlich. Ich werde seinen Zustand bald wieder überprüfen. Zweiter Eintrag. Lehrmeister benötigt ungewöhnliche Gegenstände für seine Stunden. Ich musste das übliche Inventar ausräumen, werde alles verkaufen. Lehrmeister ändert oft seine Meinung, welche Güter nützlich sind und welche nicht. Der Laden ist nun voller ungewöhnlicher Objekte, die ich normalerweise nicht vorhalten würde. Aber ich vertraue ihm. Das wird es bald alles wert sein. Die Straßen des Khans werden den Namen Isara kennen. Nein, ich sollte größer denken. Dritten Eintrag lesen. Tag 34. Es fühlt sich so an, als ob diese seltsame Lieferung schon Jahre her wäre. Dieses Extra-Paket, das ich nicht bestellt hatte. Im Inneren befand sich jemand, der nun ein sehr guter Freund ist. Nein, ein Lehrmeister. Ein Vorbild des Wissens, dem ich folgen muss. Jocelyn teilt meine Vision leider nicht mehr. Doch ich werde es durchziehen. Beruhigt euch, Jocelyn. Wir haben es fast geschafft. Ja, reicht ihr mal los. Seil durchschneiden. Der Zombie ist nach unten gegangen. Oh. Ja. Dafür gab es jetzt Erfahrungspunkte, das ist doch nett. Da liegt er und hat einen Schrankschlüssel des Antiquitätenladens dabei. Da? Ein mysteriöser Fisch. Ark, wer ist da? Ihr seid nicht Isaria. Isaria ist tot, so wie sein untoter Freund. Was? Seid verflucht, ihr Schwachkopf. Habt ihr auch nur die geringste Ahnung, wie lange es gedauert hat, diesen Millionen beizubringen, wie man Nekromantie richtig einsetzt? So ein bisschen skurril gerade, ne? Wochen. Diese Wochen fühlten sich wie Jahre an und er konnte noch immer nicht die leichtesten Aufgaben erfüllen. Er sollte doch nur einen unbewohnten und toten Körper kontrollieren. Was nun, Schwachkopf? Ihr werdet wahrscheinlich nicht Isarias Arbeit fortsetzen. Sollte er überhaupt etwas Nützliches hinterlassen haben, dieser Narr. Entsprechender Fisch? Das muss hier doch etwas wert sein. Nehmen. Ihr verkauft mich für Münzen? Dem werde ich nicht zustimmen, Schwachkopf. Legt mich sofort wieder hin. Nö. Ist ja mal cool. Okay. Entsprechender Nekromantenfisch. Warum nicht? Ne, hier war ich schon. Hab ich mich verklickt? So, zurück der Marktviertel. Der spricht immer noch. Hallo, was kann ich euch bringen? Zeigt mir eure Ware. Oh, Ring sind immer gut. Weisheit brauche ich nicht. Doch hier, das kann doch die Else gebrauchen. Blitzschadenerhöhung. Nein. Kälte, Schadenresistenz. Nein, nein. Betäubungsring. Nein. Ring des Amateurs. Nein. +2 auf Schlösserknacken. Sehr geil. 8% Abklingzeitverringerung. Ja, damit. Einbrecheramulett. +4 auf +8 auf Schlösserknacken. Was kostet das? 13.000. Alter Walter. Das ist ganz schön viel. Das geht noch nicht, aber das muss ich mir merken. Das müssen wir direkt mal dem Dieb geben hier. Die Scharfsichtigkeitskette. Nee, der Bereitschaftsring war das, ne? Nein. Das war der Ring des Raubzugs. Den anderen
Ring sollst du eigentlich behalten. Dann kriegt die Dame die plus 1, also plus Weisheit, ach nee, plus, nur plus Weisheit, Rettungswürfe. Naja, meinetwegen auch das. Und hier haben wir die Abklingzeiten. Verursacht mir Feuerschaden. Das ist natürlich geil. Einfach Schwarzmagie-Schaden. Das mit der Abklingzeit kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir schon irgendwo so einen? Nee, da war das irgendwas anderes, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ich hole mal die Schwarzmagie-Schaden raus und dann kriegst du den hier noch oben rein und kriegst du den hier. So machen wir das. Ein lustiger Ringetausch. Ein Tränkehändler. Sehr schön. Verbesserter Heiltrank. Heiltrank. Immer her damit. Ich mit der mittlerweile weiß, sind die Heiltränke hier sehr wertvoll. Gut. Habe ich auch schon mein ganzes Geld zum Fenster also ausgegeben. Nichtsdestotrotz. Eigentlich wollte ich zu Sherm hin, diesen Kräuterkundler. Habe ich nicht geschafft. Dann suche ich jetzt nochmal den Schmied auf. Drykal heißt er. Der gute Mann. Willkommen in meinem Laden. Wer seid ihr? Drykal? Ich bin der beste Schmied, den es in dieser Stadt je gegeben hat. Sie wissen es nur noch nicht. Oh, und dieses Schwein in der Ecke ist mein Liebling Jimmy. Liebling. Lehrling. Mein Lehrling Jimmy. Da hinten, was da schläft? Okay. Was bietet ihr an? Nun, ich kann so gut wie alles reparieren. Zerbrochene Hufeisen, geschmolzte Töpfe, eingeklemmte Türschlösser. Oh, und natürlich Waffen und Rüstung. Habt ihr etwas anzubieten? Hm, nicht wirklich. Aber wenn ihr mir irgendeinen beschädigten Gegenstand bringt, hab ich. Kann ich ihn für euch reparieren. Manche Gegenstände kann ich sogar verbessern, wenn ich sie mit etwas anderem kombiniere. Quasi ein Crafting-System hier. Lasst mich einen Blick auf eure Ausrüstung werfen. Ich sage euch, wenn ich etwas finde, mit dem ich arbeiten kann. Ja, gern. Na gut, öffnet das mal und zeigt mir, was ihr so habt. Kaum zu glauben, ihr habt alle Teile für einen netten Krummsäbel. 3000 Gold? Was sagt ihr? Sehe ich etwa reich aus? So viel Gold habe ich nicht. Vielleicht könnt ihr etwas anderes herstellen. Na gut, öffnet das mal und zeigt mir, was ihr sonst noch so habt. Nein, sieht nicht so aus, als könnte ich etwas für euch tun. Kommt wieder, wenn ihr etwas Interessantes und Nutzloses findet. Okay, weiß ich das auch schon mal. 3000 Gold muss ich zusammen klauen. Kampfstab brauche ich nicht. So, geh mal hier oben gucken, was du so noch im Schlafzimmer rumliegen hast. Wer hätte das gedacht? Ein Schrank, der leer ist. Schade, aber es war schön, hier gewesen zu sein. Okay. Buchlager. Ich gehe nochmal ins Buchlager. Vielleicht hat ja die Dame eine Idee, wie ich beim Sherm in den Keller komme. Da gibt es gar nicht die Option. Aber da hast du so einen Typ in der Ecke. Der Bauer. Ich liebe die Reihe Kampf um das Königreich, doch ich warte schon ewig auf das sechste Buch. Langsam zweifle ich daran, dass Gregario Mardit es jemals fertigstellen wird. Okay, was ist der Liester? Wo liegen Stiefel rum? Elementarstiefel. Nee. Ah, hier geht's doch weiter. Guck an! Der oder die kleine Ellie. Ich komme ständig hierher, aber ich habe noch nie den 12. Band von Kreaturen des Unterrichts gesehen. Ich frage mich, wer ihn hat. Was ist nochmal der Kräuterladen hier? Nee. Der Fisch ist noch fleißig am Schimpfen. Sherms Kräuter. Ich gucke jetzt nochmal da rein, ob ich jetzt irgendwie auf eine Idee komme hier. Wie ich das anstellen könnte. Sehenins will be done. Ja, das wissen wir. Das wissen wir.
Drück mal drauf rumhacken. Immer Stärke. Fehlschlag. Luke öffnen. Luke so lassen. Tja, Kinders. Ich hab keine Ahnung. Dieses Rätsel erschließt sich mir nicht. Findet eine Möglichkeit, das Siegel der Falltür aufzubringen. Ein Rankensiegel. Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit den Pflanzen hier. Ich komme nicht drauf. So, ich würde sagen, das lasse ich jetzt mal auf sich beruhen. Vielleicht ergibt sie das ja noch so im Laufe. Kann ich den einfach so ausrauben? Nee. Aber wie das jetzt hier weitergeht in Muskan, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das übrigens gefällt, was ich hier mache, würde ich mich immer darüber freuen, wenn ihr auf das Däumchen drückt. Wenn euch das eher nicht gefällt, dann auf den Daumen nach unten, vielleicht mit einem entsprechenden Kommentar dabei, warum euch das jetzt nicht gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.